Hallo zusammen. Heute kommt mein zweites Video zu den China Gadgets Online. Ich werde heute mit euch eine IP-Kamera gemeinsam auspacken und auch einrichten. Diese IP-Kamera kann man momentan in Fernost für sehr wenig Geld kaufen. Das klingt ziemlich vielversprechend. Das soll eine 720p HD-Webcam sein, die über Netzwerk Befehle über eine Oberfläche oder über sonstige Apps auch drehbar sein soll, um 300 Grad und auch kippbar von der Kamera selber. Ich glaube um 180 Grad oder 120 Grad. Jedenfalls, ja, fangen wir gleich mal an. Schachtel habe ich oben schon mal aufgeschnitten. Selbstverständlich zollamtlich abgefertigt. Was steht hier noch auf der Seite? Thank you for your custom. Na gut, alles klar. Innen drin. Schachtel ist dann leer. Haben wir also auch schon unsere Kamera. Und auf den ersten Blick muss ich sagen, die kam ja immer in einem sehr guten Zustand an. Die sonstigen China-Verpackungen, die man so erhält, naja, überall eingedrückte Kartonagen oder sonstige beschädigte Verpackungen. Aber ich muss echt sagen, das hat die weite Reise aus China sehr gut überstanden. Es ist also eine Kamera. Nothing important than safety. Ja, gut. So viel wie nichts ist wichtiger als Sicherheit. Von der Marke Kai Kong. Und ja, was ist an der Seite hier? Ach, hier sieht man gleich die iPhone-App dargestellt. Die nennt sich SeaWorld. Und da kann man anscheinend dann seine Kamera übers Handy auch steuern. Und eine CD ist anscheinend noch dabei mit Setup und sonstigen Informationen. Und hier ist sogar noch die Anschrift vom Hersteller. Okay, fangen wir gleich mal an. Packen wir das Ding mal aus. Da oben im Deckel standen die Zugangsdaten für die Kamera. Hier haben wir hier mal so eine Willkommensseite mit einer Mitte Kai Kong, alle Sprachen. Ist Deutsch auch dabei? Ja, hier oben steht Willkommen. Schön. Okay, dann machen wir auf. Das erste, was uns dann entgegenkommt, eine Treiber-CD von Kai Kong. Oh. Und hier ein kleines Heftchen. Wie soll es auch anders sein? Selbstverständlich voll in Chinesisch. Man sieht, wie man hier anscheinend die App im App Store runterlädt auf sein iPhone. Und scannt dann einen QR-Code. Okay, alles klar. Gut, kann ich jetzt leider nicht übersetzen. Hier im Deckel befinden sich schön einsehbar zwei QR-Codes. Einmal anscheinend, um zur iOS-App zu kommen und einmal, um zur Android-App zu kommen. Ist eigentlich sehr nett gemacht. Ja, und jetzt haben wir hier oben so ein bisschen lose Schüttung. Was haben wir denn hier alles? Hier haben wir das ist ja sogar ein europäisches Netzteil. Auch ohne Adapter, also das ist also wirklich ein EU-Netzteil, 5 Volt, 2 Ampere. Mit einem dünnen DC-Box hinten drauf. Upsala. Da haben wir eine Schraube, das ist wahrscheinlich für die Halterung. Hier haben wir zwei Dübel und Schrauben für die Wandmontage, nehme ich mal an. Da ein Teil von der Halterung dazu. Und noch ein paar Schrauben, um das Ganze dann zu befestigen. Ja, ein Netzwerkkabel ist noch mitgekommen. Ich denke mal, das wird 1 Meter sein in etwa. Oder 50, ja, keine Ahnung, ungefähr. Ja, das ist die zweite Halterung. Das zweite Element von der Halterung. Quasi um die Kamera an der Wand zu montieren. Und das dann um die Kamera festzuschrauben. Ein Standardgewinde. Ich denke, hier wird meine Kamera zufälligerweise liegen. Ich denke, das ist immer dieses Standardgewinde. Ja, genau, also so ein Standardschraubgewinde. Na ja, gut. Okay. Ist dann einstellbar Winkel. So, was haben wir noch? Natürlich die Kamera selber.
Dann ist die Schachtel leer. Ist nochmal eingepackt in so ein bisschen Folie. So, da ist ja also die Kamera. So, wir haben also vor uns jetzt diese Kaikon stehen. Das ist die Kaikon SIP 1303. Also das Modell heißt SIP 1303 von Kaikon. Und dieses Modell ist ausgestattet mit angeblich, wir werden es ja nachher mal testen auf jeden Fall, einer 720p Auflösung und hier 24689 Infrarot-LEDs, damit man auch Nachtsicht aktivieren kann. Also im Dunkeln kann man die Webcam dann auch verwenden. Wie gut das funktioniert, das werden wir dann beim Test hinterher auch sehen. Und hier unten noch ein Loch. Ich denke, das ist entweder ein Mikrofon oder ein Helligkeitssensor, der dann wahrscheinlich die Infrarot-LEDs steuert. Und ja, tatsächlich, die Linse ist auch einstellbar. Im Fokus. Und hier oben wahrscheinlich eine Betriebs-LED. Oh, das schaut aus, als wäre hier noch ein Lautsprecher verbaut. Auf der anderen Seite ist da nämlich nichts. Ja, und hinten nicht viel. Ein Reset-Button. Eben in der R45-Port. Das 5 Volt DC. Die 5 Volt DC-Buchse und einen Speicherkartenslot sogar da, weil man wahrscheinlich Aufnahmen auch direkt auf SD-Karte speichern kann. Ja, okay, dann steck mal die Kamera jetzt mal an. Okay, jetzt habe ich alles parat liegen. Strom, LAN-Kabel, Tablet mit der Kaikon-App, die mittlerweile runtergeladen und installiert ist, und unsere Kamera. Gut, dann schauen wir jetzt mal, wie leicht oder schwierig das geht. Ich sehe schon, die App ist schon mal die App ist schon mal wieder also voll hier in natürlich vollem Chinesisch. Ja, von den Bildern her scheint es recht einfach zu sein, das Setup, aber uns erwartet hier ein bisschen Chinesisch. Dann gucken wir mal. Öffnen. Ach, hier haben wir unser Kaikon Logo. Ach, und jetzt okay, jetzt haben wir hier tatsächlich englische Sprache gekriegt. Das ist ja schon mal sehr hilfreich. Wir werden uns ein paar Features hier gezeigt. Ist eigentlich ganz nett gemacht. Skip. Abbrechen. Oder weiter. So, das ist also jetzt der Startbildschirm. Jetzt steht hier Loading. Mal gucken, was da jetzt passiert. Die Kamera ist ja wie gesagt noch nicht angeschlossen. Ja, wird jetzt wahrscheinlich nichts passieren, weil die Kamera noch nicht angeschlossen ist. Macht nicht, jetzt stecken wir einfach mal das LAN-Kabel ein und unsere 5 Volt und stellen das Ding mal hin. Da hat es Klack gemacht. Okay, also unsere Kamera ist. Oh, und hinten leuchten zwei Lichter. Orange und grünes Licht für die Netzwerkaktivität. Das ist also sehr nett. Dann sieht man auch, ob Daten hin und her wandern. Oder was da eigentlich abgeht. Und oh, okay. Die Kamera legt gleich los. Und fährt. Ah ja, okay, man hat es gesehen, also weiter kommen sie nicht. Da scheint ein Endtaster oder ähnliches vorhanden zu sein. Ich denke, die wird sich jetzt hier gerade damit justieren. Und dann, also so weit kann sie sich drehen. Also ich schätze mal, das sind nicht ganz 360, so vielleicht 340, 345 Grad. Und ja, jetzt guckt sie uns an mit dem blinkenden Auge da oben, sage ich jetzt mal so. Und Nachtsicht. Okay, haben wir jetzt die roten Infrarot-LEDs, sieht man jetzt noch nicht, aber es ist ja noch hell. Und ja, jetzt hat sie hier auch was getan, hier am Tablet. Sind hier irgendwie lauter Clips gekommen, aber ich glaube, das sind andere Webcams, die ich ansteuern kann. Ach, tatsächlich, das sind andere Kaikons Kameras hier zu sehen. Und es scheint, es wäre das hier irgendwie komisch.
lauter private Webcams. Okay, da gehe ich jetzt mal nicht näher drauf ein, weiß gar nicht, was das jetzt ist. Aber ich möchte hier mal mein, vielleicht hier unter Device. Ach, okay, und after Login. Also wir müssen hier quasi einen Account erstellen. Guck mal, was passiert, wenn ich hier auf Add drücke. Tut sich noch nichts. Also ich kann hier erst was machen, wenn ich hier einen Account erstelle. Login and Register. Ah, okay. Das ist, ach, hier oben. So, hier unten befindet sich nun ein Plus, wo Add drauf steht, da kann man drauf drücken. Und dann findet man hier seine Geräte. Ich muss gestehen, ich habe schon eine Kaikon-Kamera in meiner Wohnung. Das ist jetzt die zweite, die ich mir bezüglich auf die erste, weil ich von der ersten begeistert war, noch eine gekauft habe. Deswegen finde ich hier auch zwei Geräte. Macht nichts, wir wollen jetzt die erste hinzufügen. Steht jetzt Verifying. Die andere habe ich quasi schon in meinem Account. Habe gar nicht gewusst, dass ich damals auch schon einen Account angelegt habe. Quasi verknüpft. Steht hier Verifying. Und ja, schwupps. Und jetzt haben wir hier beide Webcams da. Genau, hier sieht man die andere Webcam. Die steht vor meinem Aquarium, wo ich meine Fische beobachten kann, wenn ich nicht zu Hause bin. Und ja, hier unten sieht man jetzt die neue, quasi unsere Pan-and-Tilt-Kamera, die hier vor uns steht. Und schaut hier nach vorne auf den Fernseher. Wählen wir die mal aus. Was kann man denn hier alles machen? Wir können auf Play drücken. Und also das liegt jetzt hier nicht an meiner Kamera. Das ist sehr, sehr, sehr verschwommen. Ich denke, wir drehen einfach mal hier die WLAN-Antenne ein bisschen auf die Seite. Wir drehen mal an der Linse. Schauen wir mal. Und das Ganze verschlimmbessern. Ja, wir haben es verschlimmbessert. Drehen wir mal in die andere Richtung. Ja, das wird ja immer besser in dieser Richtung. Jetzt hier mit meinen Fingern hier im Weg. Okay, jetzt haben wir es eingestellt. Und was kann man jetzt grob machen? Ja, wir können hier unten, könnte man ja, Fotos aufnehmen, wenn ich hier die Berechtigung erteile. Kann man hier quasi Schnappschüsse machen und die direkt am Tablet oder am Handy speichern. Hier oben wird der Name mitgestreamt, Kaikon IP-Kamera. Hier drüben haben wir unsere Uhrzeit. Das Datum stimmt, die Uhrzeit stimmt nicht. Nein, wir haben nicht nachts 3.24 Uhr. Ja, falsche Zeit schon wahrscheinlich. Hier oben haben wir ein Videosymbol. Normalerweise. Mag jetzt nicht. Die anderen Symbole auch nicht. Okay, muss ich gucken, woran das liegt. Jedenfalls das untere geht, das mit dem PTZ-Controller. Und da kann ich jetzt, wenn ich hier quasi auf dieses Soft-Touch-Button hier drücke, kann ich die Kamera live vor mir drehen und kann dann quasi hier im Raum mich umgucken. Ich kann nach unten gucken und nach oben gucken. Also wir haben nicht nachts 3.24 Uhr hier. Ja, wie weit kann man nach oben gucken? Kann man mal gucken. Jawohl, also da kann man an die Decke gucken, kein Problem. Jetzt sieht man die Lampe. Also es ist ganz nett, ehrlich gesagt, so eine Kamera, die man so einfach drehen kann. Und da kann man wirklich, wenn man was beobachten oder was überwachen möchte, ja, kann man sich überall im Raum ohne Probleme umsehen. Und ja, was haben wir noch? Hier kann man noch Filmsequenz aufnehmen. Hier können wir tatsächlich noch zuhören. Also, da müssten wir jetzt hier eigentlich was hören. Wenn ich hier Ton anhabe. Ups, da oben. Höre ich hier was? Am Tablet höre ich jetzt hier gerade nichts. Ich kann jedenfalls die Kamera hier auch sozusagen teilen über einen E-Mail-Link oder sonstiges, wenn ich mit jemand hier die Kamera teilen möchte. Ja, bei der anderen ist es zumindest so, die können wir hier auch mal aufmachen.
Bei der konnte man hier oben Qualität einstellen. Die konnte man nicht drehen, diese Kamera. Aber hier oben konnte man Qualität einstellen. Das gilt hier irgendwie auch nicht. Gilt hier, ja, keine Ahnung, vielleicht ein Bug in der App. Jedenfalls hat man hier eine schöne Übersicht dann über all seine Kaikon IP-Kameras. Quasi hier unten die, die vor mir steht und die, die im anderen Raum beim Aquarium steht. Und ja, so kann man hier zumindest vom Gerät weg seine Kamera steuern. Könnt ihr auch löschen. Hier habe ich noch Einstellungen. Was kann ich denn hier noch einstellen? Habe ich Settings. Loading. Es ist alles ein wenig träge von den Einstellungen her. Das Bild läuft flüssig, aber hier, na, ja, Loading steht da. Weiter passiert nichts. Komisch. Probieren wir es mal übers Handy. Da habe ich die App auch droben. Ja, am Handy schaut so aus. Ja, leider, mein iPhone hier ist zersprungen, weil ich es runtergeschmissen habe aus Versehen. Das ist mir leider passiert. Ja, und hier oben kann ich jetzt die Videoqualität einstellen. Das wollte ich hier am Tablet auch machen. Die ist jetzt hier noch auf Medium. Die kann ich jetzt mal auf Max stellen. Und dann gucken wir uns das Bild mal an. Schauen wir das mal. Und jetzt kann ich hier reinzoomen. Kann ich nicht, aber ich kann es auf jeden Fall so beurteilen, wenn ich jetzt hier sehe, ich kann den Text hier am Fernseher ohne Probleme auch am Handy lesen, Einstellungen, Musik und Computer. Und das Tolle ist halt, ich kann hier halt wirklich mit diesen Tasten auch natürlich vom Handy hier die Kamera steuern. Okay. Was kann man jetzt noch für weitere Einstellungen tätigen unter Settings? Hier am Handy kann ich es zeigen. Also ich kann hier einmal die Videoqualität festlegen. Ich kann die, ja, die Umgebung festlegen, wo ich mich befinde. Ob ich Nachtsichtmodus dauerhaft möchte, ob ich dauerhaft 60 oder 50 Hertz möchte. Und ich, weil es ist ja eine Wi-Fi-Kamera, ich kann hier unter Wi-Fi, scannt die Kamera jetzt hier entscheiden, die Netzwerke, die verfügbar sind. Das wird momentan, ja, jetzt sehe ich hier alle Netzwerke, die verfügbar sind, und jetzt kann ich halt mich mit dem Netzwerk hier dann direkt auch verbinden. Dann kann ich, wenn ich das erfolgreich eingestellt habe, kann ich die Kamera vom LAN nehmen, die Kamera neu starten, und sie verbindet sich dann automatisch immer mit dem WLAN-Netz seiner Wahl. Die Kamera unterstützt Bewegungserkennung. Wenn zum Beispiel ein Objekt oder eine Person sich der Kamera nähert oder vorbeigeht, eine Person kann auch vorbeigehen, dann registriert die Kamera das, löst intern quasi einen Alarm auf und zeichnet dann den entsprechenden Vorgang zum Beispiel auf die SD-Karte auf. Wenn hier Recording Mode auf Alarm steht und wenn Fulltime ist, dann nimmt er einfach permanent jede Sekunde, bis die Speicherkarte voll ist, auf. Ein kleines nettes Feature noch, man könnte die SD-Karte hier mit einem Knopfdruck auch formatieren. Und About Device, ja, man kann es jetzt wegen diesem Glasbruch schlecht lesen, aber das ist das Modell 1303 und es hat hier eine Firmware-Version 7441 und 0 MB, ja, weil es hier gerade noch keine SD-Karte hier eingelegt habe. Disconnecting. Okay, dann testen wir noch kurz den Webserver, der in die Kamera integriert ist. Ich denke mal, der hört auf Port 80, aber ich habe schon das Problem gehabt, dass ich, wenn ich die IP-Adresse eingebe, in meinem Fall hat er die 105 am Schluss in meinem lokalen Netzwerk, dass er sagt, dass Safari die Seite nicht öffnen kann. Und er verweist mich da immer irgendwie komischerweise auf den Port 1, weil sobald ich den Standardport 80 nehme, kommt quasi die T-Online vertippt. Nein, ich habe mich eigentlich nicht vertippt, aber er findet die nicht. Und ich habe jetzt gesehen, dass der unter der 2.105
unter der Doppelpunkt 81 seinen Serverport hat. Warum er nicht auf 80 normal ist, weiß ich nicht. Aber unter 81 finde ich den und dann kommt hier gleich Authentifizierung erforderlich. Und da habe ich noch nichts dran geändert. Das ist immer noch das Default-Passwort. Also Admin und 1, 2, 3, 4, 5, 6 anmelden. Und dann zack, sind wir hier auf der Kaikong IP-Kamera selber. So schaut der Webserver-Startbildschirm aus. Ich habe jetzt hier drei Möglichkeiten. Ich kann hier entweder, wenn ich über Firefox und IE quasi da rein surfen würde, also am Computer, dann müsste ich hier ein Plugin noch installieren. Dann könnte ich hier das Bild von der Webcam sehen und ich könnte hier die Kamera steuern. Wie man es hier sieht, ich kann jetzt hier auf die Tasten zwar drücken, aber die Kamera bewegt sich absolut nicht. Die zweite Möglichkeit, Mobile Phone for Browser, das supports JavaScript. So, wenn man es jetzt hier sich am iPad anguckt, sehe ich hier, ja, das ist jetzt hier eine schlechtere Auflösung, aber es ist auch fürs Handy oder für mobile Datenverbindung geeignet oder gedacht. Und ich kann jetzt hier trotzdem voll meine Kamera steuern, wie ich es am Computer machen könnte. Also ist ganz nett. Also man kann auch von über die IP-Adresse selber sich einloggen, auf die Kamera einwählen und dann die Kamera steuern. Jetzt gibt es hier noch einen kleinen Kniff, habe ich herausgefunden, wenn man statt WebTMPFS für Filesystem, also Dateisystem schreibt, und dann einen Schrägstrich und dann snap.jpg und dann, also hinter die IP-Adresse, dann bekommt man einen 720p aufgelöstes JPEG als einzelnes Standbild, also quasi in voller Auflösung, und kann ich dann auch, könnte ich jedes Mal aktualisieren. Sieht man hier die Uhrzeit noch, wo es jetzt hier auf 20 Sekunden ist. Wenn ich jetzt hier dann aktualisiere, dann haben wir es natürlich schon weiter, also in dem Fall 29 Sekunden. Und sieht man auch in diesem Sekundenzeiger oben an der Uhr. Wenn man einen weiteren Link noch, wenn man oben statt snap.jpg auto.jpg eingibt, dann erhält man die reduzierte Auflösung, die man bei der mobilen Ansicht bekommt. So, noch ein kurzer Portscan hat neben dem Port 81 auch noch ergeben, dass es einen Port 5 und 4 gibt. Der 5 und 4 ist der RTSP, also der Real-Time Stream Protocol Port. Das ist natürlich sehr toll, kann man dann im VLC quasi die IP-Adresse eingeben und dann den Port 5 und 4 und dann kriegt man quasi einen Livestream seiner Kamera über einen Player wie VLC, kann man es dann zum Beispiel wiedergeben. So viel noch zu den Ports an der Stelle. Man hat schon gesehen, dass die Kaikong App ja irgendwie noch seine Schwierigkeiten hat. Ich habe eine bessere App gefunden, wie ich jetzt zumindest bei den ersten Testläufen jetzt gesehen habe. Die nennt sich IP Cam Viewer Pro. Und da kann man unten über so einen blauen Pfeil seine Kameras verwalten. Ich habe die schon mal vorkonfiguriert, um die Kaikong Kamera SIP 1303 verwenden zu können, kann man hier oben ein anderes Kameramodell auswählen. In dem Fall anscheinend baugleich dieses Kameramodell mit der Tenvis IP Robot 3 H264. Das ist das Stream-Format. Man gibt hier einfach die IP-Adresse an. In dem Fall die von der Kamera mit der 105, den Port 81. Username und Passwort, also ein Admin und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn er das dann hier getätigt hat, kann man mal auf Test drücken. Testing Connection und Successful Received Data passt. Können wir auf Save drücken. Zurück. Und dann haben wir hier unsere Kamera auch da.
Man kann das hier auch schön kippen. Und was ich hier ganz toll finde, man kann über das Menü kann man hier auch hier die Kamera wunderbar steuern. Man kann hier auch oben den Lautsprecher aktivieren. Dann auf Ja. Krass. Ja, funktioniert auf jeden Fall. Man hört es. Das hat über die eigene Kaikong-App nicht funktioniert, eigentlich eine Schande, aber hier drüber funktioniert es sehr gut. Die Kamera hat ein Mikrofon und einen Lautsprecher drin, das heißt, man kann auch bidirektional über die Kamera sprechen. Finde ich sehr toll. Und ja, hat hier halt noch Möglichkeiten, einzelne Positionen zu speichern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier oben die Uhr auswähle, ups, jetzt hat es ein bisschen geleckt, krass, okay, und drücke hier auf diese Diskette und setze das als Preset 1 und navigiere mich jetzt hier mal zurück zum Fernseher und speichere den auf 2, dann habe ich hier unten Tasten, wo ich mit einem Knopfdruck die Kamera wieder in meine gewünschte Position fahren kann. Und brauche dann hier nicht immer über diese Soft-Touch-Keys quasi meine Kameraposition festlegen. So, als nächstes möchte ich noch auf einen anderen Punkt eingehen. Eine Sache, von der ich vorher selber noch nicht gehört habe. Es dreht sich um das Thema OnFIF oder On... Oh, ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht. Das ist anscheinend ein Protokoll, das man... Ja, ich habe bei Wikipedia geguckt, da steht 2008 soll das irgendwie festgelegt worden sein. Es soll also ein Standard sein, ein Standardprotokoll für IP-Kameras, also kompatible Kamerasysteme, Netzwerkkamerasysteme, die dieses spezielle OnFIF-Protokoll unterstützen. Von denen verspricht man sich eben, dass sie immer gleich anzusteuern sind und hat da einen Vorteil, weil es gibt für dieses spezielle Protokoll verschiedene Programme für den Windows-PC, wahrscheinlich auch für Mac und Linux, das kann ich jetzt aber nicht bestätigen, weil ich da nicht näher geguckt habe, gibt es da Freeware und Open-Source-Programme, wie zum Beispiel hier diesen OnFIF Device Manager. Und den braucht man quasi nur starten und der zeigt einem dann im Netzwerk alle befindlichen Kameras an, die eben dieses Protokoll unterstützen. Und ich habe festgestellt, alle beiden von meinen Kaikong-Kameras scheint dieses Protokoll zu unterstützen. Und man braucht auch da zunächst kein Passwort oder ähnliches eingeben, damit diese Treffer hier aufgelistet werden. So, und was kann man jetzt hier mit diesem OnFIF Protokoll, was kann man da an den Kameras alles einstellen? Zunächst, wenn man da die Kamera anklickt, kommen da die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten, die man hier treffen kann. Also man kann die Uhrzeit einstellen, man kann die ganzen Netzwerkeinstellungen vornehmen, man kann verschiedene User, also verschiedene Benutzer für die Kamera konfigurieren mit entsprechend verschiedenen Rechten, ja, Zertifikate und Alarme auswerten. Also man kann hier eigentlich alles machen, was man mit dieser Kaikong-App fürs iPhone auch machen kann. Wie sich herausgestellt hat, ja, etwas schwieriger zu bedienen ist. Dann fangen wir mal an. Identifikation. Klicken wir mal drauf. Da steht Loading und dann kriege ich hier jede Menge Informationen zu meiner Kamera angezeigt. Seriennummer, Firmware-Version, Mac-Adresse, auch welche Version von den OnFIF die Kamera hier hat, die 201-Version, also jede Menge noch zusätzliche Daten und ich kann anscheinend auch den Netzwerknamen hier oben ändern. Alle anderen Felder sind so ausgegraut und ich kann hier unten auf Apply drücken, um die Änderungen dann entsprechend zu übernehmen. Was kann ich als nächstes machen? Time Settings. Auch und dann sehen wir schon, warum hier immer die falsche Uhrzeit angezeigt worden ist, weil es hier auf Peking und Hongkong stand. Das können wir jetzt eigentlich theoretisch mal schnell ändern auf Berlin. Das müsste hier bei plus 1 sein, jawohl. Und dann Apply. Apply Changes. Gucken wir mal, ob das funktioniert.
Applied successfully, close. Okay, das hat also super geklappt. Was also unter Maintenance, also unter Verwaltung, da kann ich Factory, also ich kann hier mit diesem Programm sogar die Kamera auf Urzustand zurücksetzen, ein Hard Reset, ein Soft Reset machen. Ich kann eine Firmware Backup erstellen, eine andere Firmware aufspielen. Wahrscheinlich das sehr, sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen, weil man nie weiß, welche abgeänderten Firmware-Versionen die verwenden. Also sage ich mal, solange die Kamera funktioniert, werde ich da auch nicht keine Experimente wagen. Network Settings, also da kann ich hier DHCP und alle anderen Einstellungen bequem vornehmen. Das ist natürlich sehr einfach mit diesem Programm. Ich finde es eigentlich schade, dass das proprietäre Software, die da auf der Kamera oder auf dem Webserver läuft, dass es oder auf der App auch schwieriger zu bedienen ist als hier dieses, was ich hier alternativ nehmen kann. User Management. Ach, und dann haben wir hier auf der Kamera sogar gerade aktuell 3 verschiedene Benutzeraccounts lassen. Ich habe ja immer hier mit dem Admin gearbeitet. Es gibt aber auch noch einen User und einen Guest Account. Ein Guest Account mit dem Passwort Anonymous. Also ja, es sind anscheinend schon 3 Benutzer vorkonfiguriert. Was kann ich denn unter Zertifikate? Okay, da kann ich ein Zertifikat hochladen. Wahrscheinlich, wenn man hier zur Kamera eine HTTPS-Verbindung aufbauen möchte, dass man da entsprechende Verschlüsselungszertifikate hinterlegen kann, wenn man sowas benötigt. Und Webpage, okay, der zeigt mir hier den Quellcode von was eigentlich? Von der Startseite wahrscheinlich? Nee. Also auf jeden Fall ist es hier die 105 IP-Adresse, also die Kamera und irgendwo ein Quelltext davon. Unter Events zeigt es mir dann wahrscheinlich irgendwelche Alarme an, die eingetreten sind. Ich habe noch keinen ausgelöst oder ähnliche Konfiguration vorgenommen, deswegen erscheint hier noch nichts. Aber was auch sehr toll ist, sind die Punkte hier unten. Ich kann hier einfach auf Live-Video drücken und bekomme hier unten einen Link gezeigt, einen RTSP-Link. Mit dem ich mich normalerweise auf die Kamera verbinden kann. Es sagt jetzt hier No Signal. Das liegt daran, weil wir uns noch nicht angemeldet haben auf der Kamera. Aber das kann man hier ganz einfach tun, indem man hier oben, das sind 2 Felder, da einmal Benutzername und einmal Passwort eingibt. Wir geben jetzt hier einfach mal nochmal unseren Admin ein. Und das Passwort 123456. Und gehen wir mal auf Login. Dann lädt die ganze Seite neu. Und dann steht hier oben You're logged in as admin. Klicken wir nochmal auf die Kamera, klicken wir nochmal auf Live-Video und wunderbar, hier haben wir unseren voll in der höchsten Auflösung, also 720p Video-Stream, Live-Stream, läuft auch wunderbar flüssig und wie gesagt, diese RTSP-Adresse, dieses Real-Time-Streaming-Protokoll mit der 554, mit dem 5.4er-Port, den kann ich auch nehmen, so wie er da ist, und zum Beispiel im VLC einfügen. Und dann würde ich hier auch dieses Bild sehen, diesen Livestream. Video-Streaming, was habe ich hier noch für Möglichkeiten? Da kann ich hier unten sogar noch feinere Einstellungen treffen. Ich kann hier eine hohe oder eine niedrigere Auflösung nehmen. Ich habe jetzt mal hier die niedrigere ausgewählt. Ich könnte hier die Framerate noch ändern. Die ist jetzt aktuell bei 12 Bildern pro Sekunde. Das ist jetzt die schlechtere Auflösung. Wenn man direkt vom Bildschirm sitzt, sieht man es. Jetzt nehme ich nochmal die höhere und gehe nochmal auf Apply. Dann wird das übernommen. Okay. Und jetzt nehmen wir mal statt den 12, probieren wir es einfach mal. Nehmen wir mal 24 Bilder pro Sekunde. Gehen wir auf Apply. Und hey, jetzt läuft es nochmal um eine ganze Ecke flüssiger. Also richtig toll. Kann ich hier wirklich einstellen. Kann unten noch die Qualität fein einstellen. Ich kann hier auch noch eine Bitrate limitieren. Also ich kann hier mit diesem Programm echt ganz viele tolle Parameter ganz einfach setzen. Und ganz einfach. Was habe ich hier? Imaging Settings. Da kann ich die Helligkeit einstellen.
den Kontrast und die Farbsättigung. Ich mache jetzt hier einfach mal irgendwelche Schwachsinnswerte und schau mal, ob ich das übernehmen kann. Na, da kommt eine Fehlermeldung. Also das scheint nicht zu funktionieren. Das ist jetzt das erste, was hier nicht funktioniert. Okay. Okay, also ich kann hier keine Helligkeit oder Sättigung, Farbsättigung vorgeben. Gut, kann ich die Kamera steuern? Da steht hier PTZ-Control. Und ganz toll hier mit diesen grünen On-Screen-Tasten. Und ja, wunderbar. Dreht sich einmal frei die Kamera. Und auch nach oben. Das funktioniert auch ganz gut. Okay, mittlerweile schauen wir die Decke an. Ja, und jetzt muss ich... Ach, jetzt haben wir hier gerade gesehen, das war der automatische Weißabgleich. Jetzt bin ich schon erschrocken, weil die Decke hier so gelb war. Ja, hier ist sie noch weiß und jetzt hat gerade der automatische Weißabgleich irgendwie versagt. Man hat ja gerade gesehen, das war ziemlich gelb. Naja, wie dem auch sei. Also wie gesagt, man kann hier auch wunderbar... Kann man eigentlich mit den Pfeiltasten auch arbeiten? Nein, das geht leider nicht. Schade, okay. Aber ich kann hier auch... wieder Orte speichern, wie ich es auf der App machen konnte. Und Presets 1. Hier kann ich jede Menge speichern sogar. Also wo die Kamera dann auf einen Knopfdruck hinfährt. Okay. Was ist dann noch unter Profile? Da kann ich, was kann ich hier alles konfigurieren? Die Videoquelle, die Audioquelle. Da habe ich weitere Einstellungsmöglichkeiten und sehe hier weitere Parameter, wenn man spezielle Sachen vielleicht editieren möchte. Okay, gut, so viel mal zu dem OnFIV oder OnFIV oder wie man es auch immer ausspricht, Protokoll, das eben diese Kamera hier auch unterstützt. Dauernd spreche ich vom VLC, ausprobiert habe ich es noch nicht, deswegen machen wir das jetzt mal. Ich habe jetzt hier einfach mal den VLC-Player aufgemacht, oben links am ersten Punkt Medien, kann man unter Netzwerk Stream öffnen oder mit Steuerung N den Dialog aufmachen. Dort kann ich jetzt diesen Link eingeben, also in meinem Fall ist es 192.168.2.105 und dann den Port 5, Doppelpunkt 554 und dann Schräger 11. Schräger 11 ist in dem Fall der Kanal, auf dem sozusagen unter dem Port 554 das Live-Bild gestreamt werden kann. Wenn wir das jetzt so versuchen würden, würden wir kein Bild bekommen, weil wir uns ja quasi nicht als Benutzer angemeldet haben und nur angemeldete Benutzer haben auch die Berechtigung auf den Stream. Können wir jetzt mal probieren, ob man Wiedergabe. Und ja, dann kommt hier gleich sogar ein Dialog RTSP-Legitimierung. Geben Sie bitte Ihren Benutzernamen und Passwort ein. Das ist also von der Kamera zurückgekommen. Bild gibt es erst, wenn ein angemeldeter Benutzer mit ausreichend Rechten vorhanden ist. Jetzt nehmen wir gleich mal den Admin mit unserem 123456 Standardpasswort auf OK. Dann lockt mich der VLC auf der Kamera ein und wir haben wunderbar in unserem VLC und auch gleich mit Ton, wie wir das jetzt hören. Ja, haben wir super Rückkopplung. Ja, kann ich das irgendwie dämpfen? Mach mal den Ton aus. Okay. Also der VLC nimmt auch gleich den Ton von der Kamera noch mit. Ist also sehr praktisch. Braucht man also nichts extra speziell aktivieren. Und das Tolle am VLC natürlich auch mit einem Klick dann Vollbild von der Kamera. Was ich jetzt hier nicht kann, die Kamera irgendwie steuern, weil ich hier keine Möglichkeit für die PTZ-Steuerung habe. Aber ganz einfach die Möglichkeit, das Bild dieser Kamera in einem Media Player über RTSP einfach streambar. Okay. Eine weitere Ergänzung. Ich habe mich jetzt hier mal übers Laptop auf dem Webserver von der Kamera angemeldet, weil ich mal diese Steuerung testen wollte. Ich bin jetzt hier gerade im Chrome-Browser und das, was man am Tablet schon gesehen hat, hier ist ein Plugin nötig, damit man hier die Kamera steuern kann. Und da bin ich auch in ein Problem gelaufen, wovon ich auch noch nicht gehört habe vorher. Und zwar ist das das Problem,
um das jetzt mal einfach zu beschreiben, dieses Plugin, was hierfür benötigt wird, was ich hier auch installieren kann, das ist ein Plugin, das wird von den aktuellen Browsern nicht mehr unterstützt. Und zwar ist das ein Problem, wenn wir jetzt mal schnell auf Google gehen, es trifft das Thema NPAPI. NPAPI ist also ein Plugin-Typ, anscheinend ein schon recht alter Plugin-Typ von Netscape noch, von 1995. Und wo man aus, wo die Entwickler, also von den aktuellen Browsern, bloß noch sagen, dass es Sicherheitsrisiken bietet und deswegen nach und nach aus den Browsern entfernt worden ist. Ich habe jetzt hier vom Chrome die Version 46 und Google hat beschlossen, diesen Support ab der Version von Chrome 42 schon rauszunehmen. Also man hat auch gar keine Möglichkeit mehr hier, das finde ich ein bisschen schade, man hat gar keine Möglichkeit hier diesen Webserver irgendwie zu steuern, weil das Plugin nicht mehr unterstützt wird. Ich habe es auch probiert, Internet Explorer, mit dem funktioniert es auch nicht mehr. Aber ich habe dann eine Lösung noch für das Problem gefunden, zumindest eine zeitbegrenzte Lösung, der Firefox Explorer unterstützt diese NPAPI-Plugins noch bis 2016. Ja, ich meine, gut, das ist auch nur eine 168.2.5.81. Und dann muss ich mich auch wieder anmelden mit Admin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dann haben wir denselben Bildschirm nochmal. Ich schiebe mal die beiden nebenher, dass man das vergleichen kann. Und ich kann mich hier auch einwählen, aber hier habe ich dann, und das habe ich dann beim Chrome und beim Internet Explorer nicht mehr, die Möglichkeit hier dieses Plugin zu aktivieren. Und dann sage ich hier diesmal erlauben. Und dann haben wir hier einen schwarzen Bildschirm zunächst. Okay, ich lädt das noch. Aber ich kann hier auf jeden Fall schon mal, und das sieht man auch, ich kann hier die Kamera über die Tasten drehen. Ich habe jetzt bloß noch kein Bild. Tun wir das nochmal aktualisieren. Vielleicht hat sich da was verschluckt. Ah, und da haben wir es. Wunderbar. Also wie gesagt, über den Firefox-Browser habe ich noch die einzige Möglichkeit, dieses veraltete Plugin laufen zu lassen. Aber auch nur, wie man nachlesen kann, bis 2016, dann schmeißt Firefox, das Firefox-Team diesen Support für diese NPAPI-Funktion auch raus. Und dann ist es einfach richtig praktisch, wenn man dann noch über so Apps wie diese OnFIF oder ja, wie wir halt gerade gesehen haben, die Kamera steuern kann oder über Smartphone-Apps, wenn man eben diese Möglichkeit über den Webserver selber dann nicht mehr haben sollte. Aber hier dann habe ich dann auch die Möglichkeit, hier noch auf Options zu drücken und habe dann auch hier über den Webserver auf der Kamera selber mit Hilfe vom Browser die Möglichkeit, hier genau ein paar Einstellungen zu tätigen, wie auch schon noch zusätzliche Möglichkeiten, die wir hier noch gar nicht besprochen haben, zum Beispiel die Möglichkeit, FTP-Settings zu tätigen, also Bilder, die die Kamera aufnimmt, direkt auf dem FTP-Server zu speichern und. Also hier gibt es jede Menge Möglichkeiten, auch mit einem Link zu diesem chinesischen Forum und noch weitere Einstellungen, was ich jetzt hier gerade gelesen habe, zum Beispiel diese Betriebs-LED auszuschalten. Lauter so kleine Kniffe kann man hier eben über die Web-Oberfläche auch konfigurieren. Aber wie gesagt, der Support für das Plugin funktioniert nur noch mit dem Firefox-Browser und ab 2016 dann auch mit gar keinem Browser mehr. Als nächsten Test die Nachtsichtfunktion. Am Anfang vom Video habe ich ja gesagt, die Kamera ist nachtsichtfähig. Ich meine, jetzt haben wir ja noch Helligkeit, die Lampen sind an. Jetzt machen wir einfach mal die Lampen aus und gucken wir mal, wie die Nachtsicht, wie die Kamera die Nachtsicht dann aktiviert und umsetzt. Das schalte ich jetzt mal den Fernseher aus. Dann nehme ich unten noch schnell die LED-Beleuchtung weg. Und jetzt schalte ich auch gleich noch die Stehlampe aus. Es ist dunkel. Und man hat es gehört, es hat Klack gemacht und die Kamera hat auf Nachtsicht umgeschalten. Und gut, die Kerze brennt noch. Machen wir die Kerze noch schnell hier aus. Und ja, also wir sind hier wirklich jetzt in einem
stockdunklen Raum. Es ist nirgends irgendwo irgendeine Lichtquelle an. Auch die Kamera, nur an der Kamera sieht man die LEDs vom Netzwerk und die Status-LED-Ansicht leuchten. Sonst sieht man hier auch nichts. Aber das Bild von der Kamera, das ist nicht nur richtig hell, sondern auch wirklich sehr detailliert, also sehr detailreich. Wenn ich hier gucke, die PlayStation 2, die hier links steht, ich kann die Kamera selbstverständlich drehen. Man sieht ja den ganzen Schriftzug und so weiter. Kann die Kamera hier natürlich vollständig im Raum drehen. Und es ist sehr, sehr beachtlich, wie hell die Kamera diesen Raum auch ausleuchtet, obwohl es hier wirklich stockdunkel ist. Bis auf meinen Laptop hier keinerlei Lichtquelle an ist. Aber ich hier mich mit meiner Kamera durch den Raum navigieren kann. Und das ganze taghell erleuchtet. Ich wüsste jetzt nicht, wie viel Uhr es ist. Aber ich habe ja hier natürlich eine Kamera und ja, ich sehe hier die Uhr auf einen Blick wieder. Und also ich bin ja richtig begeistert von dieser Nachtsicht, sowas habe ich vorher noch nicht gesehen. Und Infrarot auch total spitze, man sieht hier wirklich nichts im Raum, aber es ist auf diesem Bild wirklich taghell. Und dass das so eine günstige Webcam wirklich mit so einer Qualität liefern kann, ist echt spitze. Klasse. Und noch eine kleine Anmerkung, also die Kamera wechselt automatisch in Nacht- und Tagsicht sozusagen um. Sobald ausreichend Helligkeit verfügbar ist, schaltet sie in, sendet die Kamera in Farben. Und sobald das Licht weg ist, zack, schaltet die Kamera auf Schwarz-Weiß um und aktiviert quasi die Infrarot-LEDs. Entfernt quasi in der Kamera selber die Infrarotfilter. Wäre sonst kontraproduktiv und schaltet quasi hier diese Nachtsicht ein. Aktiviere ich jetzt hier wieder das Licht, dann dauert das ein paar Sekunden. Man hat das Klack gehört, der Infrarotfilter ist wieder eingeblendet, wir haben wieder Farben und die Nachtsicht ist wieder deaktiviert. Also es schaltet sich automatisch um. Man muss hier nichts drücken. Sobald die Helligkeit unzureichend ist, geht es in die Nachtsicht und wenn Helligkeit wieder vorhanden ist, schaltet sie automatisch wieder in den normalen Betrieb zurück. Zum Schluss noch eine kurze Info, wo habe ich die Kamera gekauft? Ich habe sie bei einem meiner Lieblings-chinesischen Plattformen AliExpress.com bestellt. Und da gibt es auf der Seite von Kai Kong, also von dem Hersteller selber, der bietet sehr viele verschiedene Modelle an. Und also Kameras für die Außenanwendungen, für die Innenanwendungen und so weiter, spezielle Nachtsichtkameras, sowie auch nicht nur Netzwerkkameras, sondern auch noch analoge, also mit so einem Bajonettverschluss. Und was ich jetzt hier gesehen habe, immer wieder dieselben Kameras, also genau die gleichen, mit den gleichen Spezifikationen, aber jedes Mal zu einem anderen Preis. So ist zum Beispiel unsere Kamera, die wir jetzt auch da gerade neben uns stehen haben, wird hier einmal für $122,38 angeboten und weiter oben wird die Kamera für $43,34 angeboten. Ja, was das damit auf sich hat, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wie ich meine Kamera bestellt habe, hat sie $38 gekostet. Was man aber hier machen kann, man kann hier oben auf kostenlosen Versand aktivieren drücken und dann wird die Verwirrung irgendwie noch größer. Da gibt es nämlich dann zum Teil Kameras, wie wir jetzt hier zum Beispiel eine analoge Outdoor-Kamera haben, die dann einfach mal $15 mit Versand nach Deutschland kosten, also etwa ja, 12, 13 Euro. Ja, weiß jetzt auch nicht, was es da genau mit auf sich hat. Aber wie gesagt, zwei Kameras bestellt, zwei Kameras sind angekommen und funktioniert. Also bis jetzt habe ich mit dem Versender nur gute Erfahrungen gemacht. Und so fällt mein Fazit aus zur Kaikong SIP1303. Es ist auf jeden Fall eine Netzwerkkamera, die man zu einem sehr, sehr günstigen Preis online einkaufen kann. Wenn man jetzt mal einen Preis zwischen 30 und 40 Euro bedenkt, dafür bekommt man eine 720p HD Webkamera, die sich voll drehen und steuern lässt, die Audio-Unterstützung sowohl mit Mikrofon als auch Lautsprecher unterstützt,
die dazu noch Wi-Fi fähig ist, also nicht nur übers LAN verbunden werden kann. Und was ich ganz toll finde, sind die ganzen Protokolle, die die Kamera unterstützt, wie zum Beispiel dieses ONFIF, sage ich jetzt mal, und das RTSP, wo die Kamera halt einfach sehr vielfältig dann einsetzen lässt. Was ich allerdings etwas schlechter finde, ist zu einem die Versandzeit. Es hat bei mir 31 Tage gedauert, aber gut, dafür war es dann versandkostenfrei. Aber das andere, was ich schade finde, ist, dass dieses Plugin, was man da für die Browser benötigt, wird nicht mehr unterstützt wird oder zumindest nur noch sehr zeitlich begrenzt. Aber wie schon gesagt, man hat dann über die anderen Ports und Protokolle die Möglichkeit, die Kamera nach wie vor dann verwenden zu können. Und es ist meine zweite Kaikong IP-Kamera und ja, wenn sie jetzt noch ihren Dienst dann erfüllt und nicht noch in der nächsten absehbaren Zeit dann irgendwo kaputt geht, dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Und wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!